Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Heute soll es gehen um meine März-Favoriten. Auch diesen Monat habe ich einige Dinge wieder für mich entdeckt oder sehr viel verwendet oder einfach sehr geliebt, sehr gemocht, wieder zu ihnen gefunden, dass ich heute auf jeden Fall darüber sprechen möchte. Fangen wir doch mal gleich an mit meinem ersten Produkt und zwar geht es dabei um die L'Oreal Sculpt Mascara. Wenn ihr mein One Brand Contour Video mit L'Oreal Produkten gesehen habt, dann habt ihr diese Mascara auch im Einsatz gesehen. Ich trage sie auch heute auf den Wimpern und ich muss sagen, es ist seit langem wieder eine Mascara, die mich richtig, richtig begeistert, die super schwarz ist, die Wimpern super gut trennt, sie verlängert, sie oben stehen lässt, sie fallen nicht tagsüber runter, es wird keine Farbe abgestempelt und das noch für einen wirklich, wirklich guten Preis. Deswegen ist es eines meiner Favoriten im März. Ein Produkt, was ich wieder für mich entdeckt habe, weil ich es in den Tiefen meiner Make-up-Schublade wiedergefunden habe, ist das Indefectible 24 Stunden Halt Make-up und Puder. Das ist dieses Produkt hier. Es ist ein Produkt, was man sowohl feucht als auch in Puder verwenden kann. Ich habe mir das Produkt damals gekauft, weil ich dachte, es wäre so ein bisschen so in die Bare Minerals Richtung, also quasi ein Puder, was aber auch einen Make-up-Effekt hat. So ist es aber nicht. Abgesehen davon war die Farbe für diese Funktion einfach viel zu hell für meine Haut. Ich habe es jetzt als Setting-Puder für mich wiederentdeckt. Und zwar liebe ich es, als auf der T-Zone zu verwenden oder um den Concealer zu setten. Es ist ein super Produkt und ich kann es sehr empfehlen. Das nächste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist, glaube ich, durch YouTube geschossen wie ein Blitz. Und auch ich muss sagen, ich bin total hin und weg von dem Produkt. Und zwar ist es der Nivea Men Shaving Balm oder Aftershave Balm. Ja, ich bin kein Mann und ich rasiere auch nicht mein Gesicht, aber es ist für mich der beste Primer der Welt. Ich weiß, dass Niki Tutorials dieses Produkt sozusagen entdeckt hat für den Make-up-Bereich. Und ich muss sagen, dass es ganz toll ist, dass sie es gemacht hat. Denn für mich als Mensch mit Mischhaut, mit fettiger T-Zone, ist das ein ideales Produkt, um einfach das Make-up, wenn ich es benutze, haltbar zu machen. Wenn ihr also einen guten Make-up-Primer sucht, der auch on top noch erschwinglich ist, dann schaut auf jeden Fall mal in der Rasierabteilung bei den Herren vorbei. Ich hatte mir ja im Februar, künstliche Nägel drauf gemacht und meine Nägel haben sehr darunter gelitten, dass ich sie dann relativ kurz darauf wieder abgemacht habe. Und seither bin ich ja auf einem Nagelpflegetrip. Und deswegen zeige ich euch jetzt das Produkt, was mir diesen Monat wirklich am meisten geholfen hat und was ich sehr geliebt habe, stellvertretend für meine Nägel. Und zwar ist es der Microcell Pflegelack hier. Es ist ein super Produkt, wenn ihr ganz, ganz weiche, brüchige Nägel habt und ihr braucht auf jeden Fall Hilfe beim Aufbau der Nägel. Und meinen Nägeln hat das wirklich richtig, richtig toll geholfen. Die haben jetzt mehr Substanz. Was ich nicht bestätigen kann, ist, dass der Nagellack damit wesentlich länger hält. Ja, er hält, aber ganz ehrlich, er hält auch mit meinem OPI-Nagellack wunderbar. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass es an diesem Produkt oder mit diesem Produkt jetzt noch viel, viel mehr ist. Aber also 4 Tage kriegt ihr da gut mit hin. Das nächste Produkt, was ich euch zeige, es ist wirklich eine große Liebe diesen Monat von mir gewesen. Es war ein Geschenk, was ich bekommen habe. Und zwar ist es ein Lip Liner von Charlotte Tilbury. Ich glaube, der wohl bekannteste Lip Liner, den sie überhaupt hat. Und zwar ist das die Farbe Pillow Talk. Das ist dieses hier. Ich trage ihn heute auch als Unterlage unter meinem Liquid Lipstick. Ich swatche ihn euch aber trotzdem nochmal. Und diese Farbe ist einfach so, so toll. Und ich kann verstehen, dass über diesen Lippenumranderstift so viel Positives gesagt wird. Denn er ist cremig, wachsig, er hält auf den Lippen. Ihr könnt ihn solo tragen, ihr könnt ihn mit einem Gloss tragen, ihr könnt ihn mit irgendwas anderem drüber tragen. Und er ist wirklich, wirklich toll. Und da es noch zusätzlich ein Geschenk war, verbinde ich natürlich auch einen sentimentalen Kontakt mit diesem Produkt und ich habe ihn sehr, sehr, sehr geliebt. Ein Produkt, was ich für mich wiederentdeckt habe, ist das Gimme Brow von Benefit. Dieses Produkt ist ja gefühlt die Uroma von jeglichen getönten Augenbrauengel, was es überhaupt irgendwo gibt. Und ich muss sagen, es ist zwar nicht günstig, ich glaube, es liegt bei 25 Euro oder irgendwie so, nagelt mich bitte nicht fest, aber dieses Produkt ist jedes Geld wert. Ich habe diverse andere Produkte von Model Co., von Essence, von Catrice, von was ich nicht alles diese Augenbrauengele hatte.
Und ich muss sagen, keines ist so gut wie dieses hier. Ich finde das wirklich, wirklich überragend. Und es muss an der Substanz selber liegen. Denn das Bürstchen kann es nicht sein. Die sind alle sehr ähnlich. Sind so eine kleinen Bürsten. Hier sind noch so, oder sollen auch solche, ich glaube, Fiberglashärchen oder so mit drin sein, die das Ganze so ein bisschen verdichten. Ich muss aber sagen, als jemand, der seine Augenbrauen komplett ausmalen muss, ist das einfach ein Produkt, was euch Haare hinzaubert, wo einfach keine Haare sind. Und das finde ich super. Und deswegen habe ich mich wieder in dieses Produkt verliebt. Und ich werde es mir jetzt auch nachkaufen, weil meins nämlich zum Ende geht. Kommen wir zu einem Gesichtsprodukt, und zwar zu einem Gesichtsreiniger, von dem ich nie gedacht habe, dass er überhaupt was für meine Haut ist, aber ich bin wirklich restlos begeistert. Und zwar ist es ein Avon-Produkt. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meine Videos schon länger schaut, dass meine Mutter eine Avon-Beraterin ist. Und hier und da probiere ich da auch mal ein paar Sachen aus, bestell mal was mit. Teilweise begeistert es mich, teilweise ist es aber auch genau wie bei anderen Dingen, die man so kauft, und ich finde es nicht so erwähnenswert. Dieses hier ist jetzt ein Produkt, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, weil ich es sehr, sehr gut finde. Und zwar ist es aus dieser New-Reihe. Und zwar ist es ein Cream-Cleanser und eine gleichzeitige Maske. Ich muss sagen, als Maske habe ich dieses Produkt noch nicht verwendet, sondern ich benutze es wirklich nur als Reinigungscreme abends, um mein Make-up abzunehmen, um den Dreck des Tages abzunehmen. Und dieses Produkt ist wirklich toll. Ich habe immer Probleme mit diesen Cream-Cleansern, weil ich immer das Gefühl habe, sie reinigen nicht. Sondern man schmiert quasi nur den Dreck von links nach rechts. Das ist bei diesem Produkt hier nicht so. Man macht es auf die trockene Haut, ähnlich wie so ein Reinigeröl. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen in anderen YouTube-Videos. Reibt sich das ordentlich im Gesicht, macht seine Augen damit, wenn man möchte. Und hinterher nimmt man das einfach mit Wasser, und ich mache das immer mit einem Mikrofaser-Gesichtsreinigungstuch. Mache ich das Ganze dann ab, nehme meinen Toner, nehme meine Gesichtspflege und dann bin ich good to go. Und ich liebe dieses Produkt und ich habe einen absoluten Reinigungs- und Pflegeeffekt. Ein weiteres Gesichtsprodukt, was ich auf jeden Fall zeigen möchte, ist das Balea Aqua Feuchtigkeitsserum. So sieht das Ganze aus. Ihr habt in einem meiner letzten Videos ein anderes Serum gesehen von Avène, was ich auch super finde. Ich kann das empfehlen. Aber ich kann euch auch sagen, diese Produkte sind Zwillinge. Dieses Produkt von Balea ist genauso gut für mich, meines Erachtens nach, wie das Produkt von Avène. Gut, in diesen Avène-Produkten sind immer noch diese wunderbaren Thermalwässerchen, und das finde ich auch alles ganz super. Ich muss aber sagen, dieses Produkt macht genau das Gleiche für mich, für meine Haut. Es spendet richtig toll Feuchtigkeit und ich habe einen guten Effekt mit diesem Produkt. Und es liegt bei 2,90 Euro, glaube ich, das ist unschlagbar für mich, für die Drogerie. Hingegen, das Avène-Produkt liegt bei knapp 30 Euro. Von daher ist das eine riesengroße Empfehlung und eine große Liebe aus dem Monat März von mir. Kommen wir nun zu einem Produkt, was für mich immer einen sentimentalen Wert hat. Und zwar sind es Parfums. Ich habe jetzt gerade zum Frühlingsanfang immer den Wunsch nach Frische und nach, weiß ich nicht, schon fast nach Sommer. Und dementsprechend verwende ich da mal total gerne Düfte, die entweder zum einen frisch sind oder solche totalen Sommererinnerungen bei mir wecken. Und das Zweitere trifft auf das jetzt folgende Produkt zu. Und zwar ist es mein liebstes Sommerparfum. Und zwar ist es Jusanna Sun. Über dieses Parfum scheiden sich, glaube ich, so wirklich die Geister. Für mich ist es einfach so ein super, super Sommerduft. Also man hat ja immer solche Erinnerungsdüfte und das ist definitiv einer von mir. Es erinnert mich an die Schulzeit, es erinnert mich an Sommer, Sonne, Spaß, und ich liebe das einfach, das jetzt schon zu tragen, weil es mich schon vorzieht in die Weiten des Sommers, und auf die freue ich mich jetzt schon. Nun kommen wir zu meinem letzten Produkt, und zwar handelt es sich um eine Kerze. Und zwar ist es dieses schöne Stück hier, ich zeige es euch mal. Ihr seht auch schon anhand des Abgebrannten hier, ich habe die wirklich, wirklich geliebt. Und zwar ist es eine Sojakerze von der Firma, ja, den Namen kann man nur pfeifen, ne? Wartet kurz. Chesapeake Bay Candle. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist es die Duftrichtung Lavendel und Iris. Und ich sage euch, diese Kerze ist Beruhigung im Glas. Es ist so ein prachtvolles Produkt. Ihr macht das an, ohne Witz, 5 Minuten später schwelgt ihr auf einem Lavendelfeld. Es ist der Kracher. Ich kann euch nicht sagen, wo man die kriegt.
Ich werde recherchieren und wenn ich einen Shop finde, werde ich ihn euch definitiv verlinken. Da werde ich dann nämlich selber sowas von einkaufen. Das glaubt ihr gar nicht. Denn diese Kerze ist einfach qualitativ, duftintensiv, der Oberhammer. Und ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen, gerade wenn ihr Lavendel liebt. Ich habe sie übrigens bei TK Maxx geschossen. Dementsprechend kann das jetzt auch einfach so ein Glücksgriff gewesen sein. Aber ich werde für uns recherchieren und werde es, wenn ich es finde, auf jeden Fall unten verlinken. So, meine Lieben, das waren meine März-Favoriten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt was gesehen, was euch so ein bisschen inspiriert hat. Das finde ich nämlich immer ganz wichtig, dass man da ein positives Gefühl von trägt, wenn man sich solche Videos anguckt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ciao!